Hallo miteinander, ich bin Pixelplayer Jack und wir reiten jetzt weiter mit dem Miauxi. So, ab dafür. Denn wir hatten ja noch eine Tür, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Und da möchte ich ganz gerne nochmal hin. Oh, haben wir hier schon das Rätsel gemacht? Warte mal. Drei gegrüßt, Reisender. Ebenso deine Kopfbedeckung gegrüßt. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Ein Ring. Ding ding. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Cool. Aber nein, nicht ablenken lassen. Mm-mm. Die Tür. Din. Yeah, und zack, zack. So. Und rein da. Schauen wir mal, was da drin los ist. Oh. Okay, so, in die Richtung wollen wir. Kleine Löcher. Oh, hier. Viele, viele Münzen. Das macht äußerst viel Sinn, wenn man in dieselbe Richtung fliegt. Aha. Wir gehen erstmal durch den schmalen Pfad. So. Ja, klappt. Oh, cool. Da sind auch weitere 6 Münzen. Sehr geil. Wow. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Schon mal was von Gegenverkehr gehört hier? So. Ich nehme wieder mit. Da sind wir instant tot, wenn wir da reinfallen. Oh, oh. Nicht die beste Idee, aber es hat geklappt. So, hier konnten wir nochmal rein. Oh, geh weg! Ah, sieh an. Da ist auch direkt ein Mond. So. Um das Kugelwilli-Labyrinth herum. Ich nehme wieder mit. Damit wir wieder hier rauskommen. Läuft cool. Oder fliegt cool. Wie auch immer. Zack. Jetzt nehmen wir dich mit. So. Einmal hier schön mit dem Strom. Hier entlang. Puff. Haha. Und den zweiten. Mitten durch das Kugelwilli-Labyrinth. Sehr schön. Gut geklappt. Ich bin erstaunt. So. Wir hauen die Dinger immer wieder platt. Wer bitte baut die wieder auf? Es muss doch irgendeine ominöse Firma hier in dem Spiel geben, die dann wieder ausbeult. Oder verbeult, sagen wir so. So, wir wollen in Richtung der Sphinx. Da können wir einfach hier in die Richtung. Und dann kommen wir da schon hin. Kommen wir nämlich einfach nur von oben. Ist ja egal. So. Ha, genau. Machen wir das so. Und einfach hier runter. Juhu. Upp. Und rein da. Boah. Was ist hier los? So viel Geld. So viele Münzen. Einfach so. Dankeschön. Und Mond. Die Schatzkammer der Sphinx. Voll cool. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Das wäre ja... Das wäre richtig nett gewesen. Danke, danke. So, da ist jetzt nichts. Hm. Wo kriegen wir denn noch weitere Münzen her? Wir brauchen noch 15. Komm her, du Hexe. Wir kriegen den. Okay, danke. Die Arme. Ist auch fies, ne?
die Arme sagen, nachdem man die irgendwie voll gechased hat. Übelst verfolgt. Sie hatte keine andere Wahl, außer sich totzustellen. So. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir haben doch irgendwo was übersehen. Hier definitiv nicht. Machen wir hier mal auf. Hallo, ihr lieben Goombas. So. Den Mond da oben haben wir auch. Warte mal, da... Fahren wir da schon mal drauf? Und bringt es uns was? Oh, da rutschen wir ab. Okay. Bringt uns rein gar nichts. So. So. Springen wir mal darüber. Irgendwie habe ich Lust herauszufinden, ob wir sterben, wenn wir da in den Treibsandstrudel kommen. Nee, tun wir nicht. Oh. Oh, und hier sind noch Münzen. Okay, ein Mond ist da oben. Okay. Ha. Ja, dann war das keine so schlechte Idee. Eis. Warum Eis? Uah. Nicht abrutschen, nicht abrutschen, nicht abrutschen. Ha. So, jetzt haben wir schon mal 12. Sehr cool. Oh, 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 oh. Nicht zu schnell laufen, nicht zu schnell laufen. Genau. So. Was ist das? Okay, die blockieren uns. Machen wir so. Gut. Können wir da noch drauf und dann? Aha. Dankeschön. Mich würde interessieren, ob noch weiter oben noch was zu erreichen ist. Nee. Scheint nicht so. So, eben abwarten. Oh, cool. So. Immer dran denken, wenn wir die Mütze werfen, bleiben wir etwas länger in der Luft. ...89 von 100. So. Oh, oh, sie kommen runter, sie kommen runter. So. Aber wir wollten da irgendwie drauf. Wandsprung eventuell. Nein! Gott! Du hattest da fast deine Finger zwischen, Mario. So. Haha. Schatz der Eishöhle. Haben wir da noch was? Oh. Ganz viele Münzen. Aber da wieder zurück? Ich weiß jetzt auch nicht. Was ist denn... Ist da oben noch was auf dem Turm? Das täte mich ja interessieren, aber da möchte ich auf jeden Fall rüber. Ja, hat geklappt. So. Und dann können wir auch entsprechend wieder zurück. Und so. Genau. Wie gedacht. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So.
Uhr. Genau, nicht weiter. Okay, es scheint hier nichts weiter zu sein. Und da oben werden wir voraussichtlich nicht hochkommen. Hm. Kann man sich daran festhalten? Nee. Geht nicht. Nochmal eben hier drumherum gucken. Auch nichts. Dann war es das wohl gewesen. Ach, und so kommen wir hierher. Okay. Und wir haben es mit Fliegen gemacht. Wie unnötig. So, wo wollen wir hin? Ich schlage vor. Ach, warte mal, das können wir auch anders machen. Ist das der Turm? Ich glaube schon. Nope. Dann ist das der Turm. So. Yep. Ich weiß nicht, ob wir hier oben die Steinblöcke da noch kaputt gemacht hatten. Genau, fahr los. So. So. Kurz abwarten. So. Batz, 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 batz. So. Ah ja, hatten wir. Und die Münzen, die haben wir auch eingesammelt. Ziemlich schade. So, da mal eben hin. So, die schlagen sich alle gegenseitig an. Uah, fies. So. Hm. So, jetzt haben wir ein bisschen Münzen gesammelt, aber nicht die, die wir eigentlich haben wollten. Wir wollten lilane Münzen haben. Oh, was ist da denn? Erstmal die hier. So, ich habe da noch was gesehen. Da vorne seht ihr die Münzreihe. Haha. Da ist doch was. Und rein da. Oh. Bleibst du wohl hier? Okay. Boah, dann nehmen wir die Abkürzung, wa? Zack. Aha, da sind auch wieder lila Münzen. So. Okay. Ich hätte da eine Idee. Ich hätte da eine Idee. So, einfach darüber. Und dann. So. Haben wir den. Das unsichtbare Labyrinth. Haha. Aber das war nur einer. Hier wirklich nur einer drinne? Gucken, was Cappy sagt. Cappy sagt dann, ich erinnere mich an diesen Ort. Ich wette, es befindet sich hier wenigstens noch ein Mond. Dann gehen wir mal auf deine Wette ein. Hm. Warum auch nicht? Aber wo? Hm. Wo denn?
Wo könnte hier noch eine sein? Komm mal mit. Wo könnte hier noch was sein? Hier kann man ja irgendwie... Nee. Das geht da nicht höher. Irgendwas, was am Boden auffällt? Auch nicht. Normalerweise sind ja diese Sachen... Ja, wir können auch nicht aus Ego-Perspektive gucken. Eigentlich sind diese Sachen ja immer ein bisschen offensichtlicher, wo was sein könnte. Hier ist auch nichts, wo man reinrollen könnte. Der Boden sieht ja auch nicht irgendwie anders aus oder so. Ist auch seltsam. Entschuldigung, da habe ich es gegen das Mikrofon gehauen. Ups. Da soll noch einer drinne sein, aber wo? Wo zum Geier ist hier noch ein Mond? Ja, das ist schön, dass du weißt, dass sich hier noch ein Mond befindet. Aber wo bitte? Warte mal. So, da springen wir mal drauf, bis hierhin. Klar. Natürlich, wo auch sonst. Totenkopf im unsichtbaren Labyrinth. Und wir suchen nach Wänden. Wie unsinnig. Na, rein da. So, dann haben wir beide Monde hier. Sehr, sehr schön. Gut, können wir mal lesen, was haben wir hier? Weiße Tipp, Rolle vorwärts. Ah, das ist ja einfach nur, um schneller zu sein. Den Kaktus, so einen komischen Knopf wieder, ne. Aber woher, aber... Warte mal, wir konnten in das eine Loch dort rein, dann können wir auch hier mal reinspringen. Ciao! Bis dann, Dudes! Und? Oh! Hä? Was ist? Ein Frosch? Oh, 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 oh! Boah, wie cool! Das mit den Mumien ist weniger cool. Oh, hi. Ah, Mist. Oh, was war? Die haben einen Mond für mich. Ich will den Mond haben. Der Fluch der Mumie. Cool.
Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh oh. So. Wir benutzen gleich mal die Flitsche dort. Da unten ist auch nichts mehr, oder? So, laufen wir mal wieder als Mario rum. Oh, warte mal. Frosch können wir ja noch platt machen. Ihr miesen... Komm her, du unsichtbarer Frosch. Putz. Und noch mehr Münzen. So. Nope. Sieht nicht so aus. Nee, da ist nichts. Gut, dann können wir jetzt mal zur Schleuder. Na, nimm die Schleuder. Jawohl. Oh. Der Ring ist wieder da. Cool. Das ist das, was da ewig drin war. Irgendwann möchte ich auch so einen Ring haben. Zack, mal Mützi drauf werfen. Oh, oder auch nicht. So. Patz. Dann halt so. Oh, jetzt leuchtet er gar nicht mehr. Der Ring der Einheit ist zurück. Cool. So. Hier hat doch was vibriert. Ach so. Das war Mario kalt ist. Okay. Da brauchen wir Kugelwilli. Ich glaube, da ist sonst hier nichts. Nee. Wir könnten ja nochmal hier reingehen. Einfach nur zum Gucken. Da oben sind Münzen. Dort jetzt nicht. Naja, wir werden hier so nicht weit kommen. Gehe ich mal nicht von aus. Dann müssen wir einfach nochmal unten in die Pyramide reingehen, um von dort aus zu gucken, ob wir da vielleicht auf dem Weg hier Münzen finden. Haha. So, Kugelwilli. So, da wieder rüber. Oh oh, ihr Miesen. Ciao. So. Tja, ihr wolltet da nicht reingehen? Wir schon. So, da müssten wir mal eben hoch. Kriegen wir das hin? Ja, das wird klappen. Nee, doch nicht. Aber wisst ihr was? Wir schaffen das schon. Das ist die Siedlung. Da sind wir und... Na, da wollen wir hin. Dann nehmen wir einfach das. Ach. Wie unsinnig. Das war ja völlig unsinnig. Einfach mal hier und abspringen. So. Natürlich die Schleuder. Ups. So, dann schauen wir uns hier nochmal eben um. Dudel, dudel, dudel. So. Dankeschön. Puff. So, eben kurz hier gucken. Du. Ach so. Grad sagen, ich dachte, der trifft schon. So. Din, din, din.
Und da lang. Hui. Oh, knapp. So, so. Oh. Ducken. So. Haha. Hat geklappt. So. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Nichts. Aha. Sehr schön um die Ecke gedacht. Bing. Bing. Oh. Bing. Bing. Das ist ein unendlich Münzenapparat. Haha. Sogar noch Mond, cool. Mysteriöse Kopfstandwandmalerei. Cool. So, da wieder rein. Hm. Die hatten wir. Hier mal runter. Sieht nicht so aus, als würden wir hier noch was finden. Danke. Nee, im Moment wirklich nicht, ne? Oh, oh, was ist denn hier drin? Der nächste Kugelwilli, bitte. Ja, genau, komm, folge mir. Oh. Aber trotzdem, Dankeschön. So. Dankeschön. So. So, wie können wir die am besten in einer Kettenreaktion wegkriegen? Zack, 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 zack. Nee, warte mal. Den mittleren auch nicht. Den darüber schlagen? Nee. Den irgendwie in die Mitte hier, oder? Wird das funktionieren? Nee, leider nicht. Schade. Oh. Schade, schade, schade. Hat alles nicht so geklappt. Ob man das mit einem Schlag abräumen kann? Bestimmt. Nintendo wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Oh, warte mal. Licht mal eben ausmachen. Man weiß ja nie. Nö, geht nichts. Aber wir haben ja hier noch einen Bereich. Noch einen Bereich? Hä? Wo ist denn der andere Teil? Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Haha. Natürlich. Well. Ciao. Bis dann. Flupp. Weg super. Gut. Aha. Da hinten sind Münzen. So. Dann schaffen wir es. Schaffen wir es diesmal. So, hier entlang. Plupp. Dankeschön. Wir haben gerade einen Goomba kaputt gemacht, oder? Den können wir gebrauchen, glaub mir. Und einmal hier drum gezischt. Nochmal kurz gucken. Ist er wieder da? Er ist wieder da. Die tauchen nämlich irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, ob das auf Entfernung ankommt oder auf Zeit. So. Danke. So, du nimmst uns ja mit. Dann nehmen wir den Goomba hier mit. Zack. Da oben sind auch noch welche. Aber die holen wir uns später. Doofes klingen mag, aber... So. Und abspringen. Und die mitnehmen. Oh, sie an.
Cool. Danke. Kommt der? Boah. Ja, mies. So, jetzt gehen wir hier hoch. So. Oh, 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 oh. Den wollt ihr nicht kaputt machen. Oh nein! Oh. Wie blöde. Ja. Und jetzt ist er wieder da. Oh, einer ist unten. So. Einmal hier drauf. So. Danke. Und. Dich holen wir auch. Wie cool. So. So. Genau. Ja, kommt her. Hier sind wir. Hier drüben. Das ist ein ganzer Stapel. So. Der riesen Goomba-Turm. An der Spitze des Goomba-Turms. Ja. Den haben wir. Und hier drüber. Weil jetzt holen wir uns auch die 4 Münzen dort. Ja. Ja. Lasst euch einsammeln. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir noch 3 Münzen. Das ist natürlich wieder so eine super Zahl. Also ein Dreierpack, was wieder irgendwo gemeinsam versteckt ist. So. Das wäre jetzt cool, wenn das klappen würde. Bup, bup. Warte mal. Das kriegen wir doch sicherlich hin. Oh, oh, oh. Jetzt aber. Wie cool. So, aber wir brauchen euch nicht mehr. Oh. Wir brauchen euch nicht mehr. Also dann. Ciao, Goombas. Oh, warte mal. Da hinten. Komm her, Kugelwilli. Hier rüber. Schön hier an den Rand. Da hinten sehe ich nämlich Stufen. So. Zack. Und da wollen wir nämlich hin. Jawohl. Puff. Super. Und eine Schatzkiste ist da hinten. Aber wird uns das hier auch zu den Münzen verhelfen? Sieht nicht so aus gerade. Gut, dann können wir... Okay, hier ist so ein Fliegedingens. So, dann probieren wir mal unser Glück. Da, nicht runterlaufen. Waren da gerade Blöcke? Wir haben es uns jetzt einfach schwer gemacht, oder was? Und was haben wir da? Mond, jawohl. Schatzruhe im Untergrund. Würde mich ja interessieren, ob da drüben auch noch was ist, aber... Naja, man muss ja nicht alles wissen, ne? Irgendwie kommt man da doch... Ich glaube, ich will gerade wieder zu viel. Aber mal gucken, was wir hiermit anstellen können. Könnte es versuchen. Nein, das wird nicht klappen. Wir sinken zu schnell. So. Dann nehmen wir einen Kugelwilli. Flupp. Und durch da. Nicht mit uns. Puff. Yeah. Gut, dann scheinen hier auf jeden Fall keine weiteren Münzen mehr zu sein. Haben wir die auf jeden Fall alle gefunden. Aber uns fehlen noch 3. Das ist jetzt wieder so ein Akt, ne? 3 Münzen finden. Zack. Haha. Ciao. Bis bald.
So, das wird jetzt natürlich wieder ein Akt werden, wie gesagt, diese drei lilanen Münzen zu finden. Wo sich die wohl verbergen? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Südwestliche Treibinsel. Da reisen wir doch mal eben hin. Da fliegen überall so eine Inseln rum, also... Ja, muss ich ja mal sagen, also... Aber häufig hat man das Glück, dass man... So. Dass man von Weitem trotzdem die lilanen Münzen sehen kann. Die trotzdem extra angezeigt werden. Aber scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Sind wir eventuell zu weit weg? Und ich habe das Gefühl, nicht auf Kaktus. Ich habe das Gefühl, dass sie sich hier noch irgendwo in der Stadt verbergen könnten. Dass wir sie hier irgendwo übersehen haben. Tja. Ha! Das sagte ich. Sehr schön. Perfekt. Gut, dann mal eben kurz in den Shop. Dann holen wir uns auch das letzte Item hier. So. Und die wollten wir haben, ganz genau. Dankeschön. Du hast nichts mehr. Wir brauchen von dir nichts mehr. Er ist ausverkauft, sozusagen. Tja. Kannst deinen Shop schließen. Ich habe all deinen Touristengedöns aufgekauft. Ja. Und wir geben die Monde natürlich noch ab. In einer, wie ich gerade sehen kann, extra langen Folge. Bam! 306 Monde haben wir bereits. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. 306 Monde. Meine Güte. Es geht voran bei uns. Also an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weitermachen mit Super Mario Odyssey. Ciao.